Was geht? Und wir können ein Schildchen. Herzlich willkommen zurück zu einer Folge Challenge Strike mit dem Peter. Und dem Hardy. Mensch, da habe ich in einer Runde mehr Punkte gemacht als in zwei. Der muss wieder ins Buch. Selbstweisheiten Nummer 93. Wo ist denn teleportieren? Bist du sicher, dass du das drin hast? Ja. Bin mir ziemlich sicher. Weil es ist voll gemein, dass ich anfangen musste. Ah, ach nee, das dürfen wir in den ersten drei Runden nicht. Interessant. Ach so, ja, danke für diese Information. Alter, du hast mich durch dein Gelaber voll abgelenkt. Ich sag schon, komm mit Peter von jetzt. Ja, ich konnte auch nicht an den ohne Teleport einsetzen, Mama. Yeah! Peter muss mit Tauben flirten. Ja, du kannst doch teleportieren, Peter. Du kannst doch teleportieren, Peter. Ja, ich konnte dann aber auch nicht. Ach nee, du kannst ja doch nicht teleportieren. Wie geil der wegfliegt. Okay, warte mal. Ach nö! Im Ernst? Seid im Deadlift. Nein, im Deadlift. Fick dich eine Fauko, wenn wieder sowas kommt. Was ist das hier mit dem Button? Habt ihr den schon gedrückt? Drauf drücken. Willkommen Peter, Bram und der andere Mongo. Nicht rot. Nicht! Alter, im Ernst? Nein, im Deadlift. Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört lauter Bach. Der ist ja mega gut. Wichtig. Harit. Guck mal, ich bin Harit, Junge. Harit Bang einfach nur. Vollmond, Neumond, abnehmenden Mond, zunehmenden Mond. Und das alles auch in der richtig gescheiten Reihenfolge und nicht so randommäßig so, weißt du? Schlafmond. Hadi, du brauchst noch mehr Schafe, ne? Jay, boah! der war geil. Scheiße, war Alter. Meine 7,62 mm freuen sich. Glaube ich, das 7,2. Ist das dein Penis? 7,62. Dafür ein Jetpack. Echt jetzt. Nein! Alter, das ist der Hammer, ey. Boah, wieso haben wir jetzt gleich 4 Punkte? Das ist sowas von unverhältnismäßig. Wir greifen an. Wir greifen. Darf ich schon schießen? Ich hab da gezeigt. Oh, das war's für mich. Boah, was machst du denn? Was machst du denn? Du bist Boah. So scheiße, Peter! Du bist so scheiße! Setzt euch! Was ist da hinten, Junge? Ungläubiges Volk! Dass die Technik die Sünde, die ihr euch hingegeben habt, dass es falsch war, dieser zu frönen, hör auf mich zu beschießen! Aber Handys! Wir sind heute an diesem heiligen Tag des Dröbel-Schröders zusammengekommen, um etwas zu feiern! Sind wir an diesem Tag des jüngsten Gerichts zusammengekommen? Ich breite sogar gerade meine Arme aus wie ein Pastor. Werden ja, wie Goebbels. Hallamala, 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 hallamala. Ey, nicht töten, was soll das denn? Er ist entfleucht, habt ihr seine Seele gesehen? Sie ist gen Nase gestiegen. Also wenn ihr den Mund nimmt und lutscht, dann fühlt sich das an, als wenn ihr gerade morgens aufgestanden seid. Ach, wir spielen mit kommen geht an. Hammer, da werde ich nicht letzter vielleicht. Alter, ich bin siebter, wie geht denn das? Wir sind nur 5. Alter, da spielen wir mit KI. Oh Mann. Oh mein Gott. Weißt du, wenn ich als YouTuber hätte eintragen können? Nee. Scheiße. Überleg mal. Wer fällt dir denn so mit Haar ein? Boah, wie dumm einfach. Da ist eine Bombe explodiert. Oh Gott! Ich glaube, Bram ist gerade gestorben. Ich bin gerade. Einer ist mega auf mich zu. Wartet mal ganz kurz. Was ist denn passiert? Diese Nippel von Walter. Einfach nur sexy. Walter sieht so scheiße aus, dass selbst die Insekten sich fremd schämen. Walter sieht halt einfach nur noch geil aus. Penis. Krass, ich glaube, Walter labert mehr Scheiße als ich. Oh oh. So eine Ladung Koks hätte den Bewohnern sicher noch besser gefallen als Pickup. Tanja weiß mit ihren einzigen 2 Reizen umzugehen. Hat die jetzt keine Kondition mehr durch Zungenbewegung? Oh oh. Also ich bin auch fett und kann meine Zunge länger als eine Minute bewegen.
Alkmene setzte den Säugling aus Angst vor Heras Rache aus. Seine Halbschwester Athene, die später als Schutzgöttin eine wichtige Rolle spielte, nahm ihn und brachte ihn zu Hera, also Herakles. Diese erkannte Herakles nicht und säugte ihn aus Mitleid. Dabei sog Herakles jedoch so stark, dass er Hera Schmerzen zufügte und diese ihn von sich stieß. Die Milch spritzte über den Himmel und bildete dort die Milchstraße. Ja, steht hier ohne Spaß. Also ich muss sagen, hier im FIFA 13 waren auch Ballführungen echt super easy. Der Ball klebt, genauso wie in FIFA 12. Wirklich am Ball. Ey, das ist doch meiner, du Arschloch! Da ist doch einer, ein Sepp hat den getunkelt! Wo denn? Wo sind denn, kann ich mehr sein? Wir müssen jetzt den Inkompetenz-Song müssen wir leider umdichten. Ja, oh Peter, jetzt wird kritisch. Jetzt wird langsam kritisch, ja. Hör auf, mir hinterher zu rennen. Boom. Verpiss dich, Sepp. Ich bin aber innocent. Ja, ich bin auch innocent. Mann, okay, ich mach das besser weg. Oh Gott, hat einer von beiden nicht gesagt, alles, unser komplettes Handeln und Streben auf dieser Welt wird durch unsere Sexualität bestimmt? Das ist bestimmt der Freud. Zu Freud sagen, oder? Benjamin Blümchen. Ich weiß es nicht, aber ich muss mal tippen. Auch gut, vielleicht war es auch Benjamin Blümchen, hat er mal zu Otto gesagt. Otto, komm mal her, wusstest du eigentlich, dass unser komplettes Handeln und Denken durch unsere Sexualität bestimmt wird? Was, Benjamin, dann zeig mir doch mal deinen langen Rüssel. Benjamin hat auch einen langen Rüssel, ey. Muss man aber mal sagen. Und Herr Tierlieb, der fand das auch mal toll, ey. Wer ist das? Okay. Ist der skrupellose Zirkusdirektor, der Benjamin Blümchen gefangen hält. Stimmt, das ist voll der Spacken, ey. Das ist richtig krass, wie der den ausnimmt. Der Neustädter Zoo ist doch nur so bekannt, weil der Benjamin Blümchen hat, ja? Und der trotzdem sagt immer, boah, Benjamin, du darfst nicht so viel fressen, bist du immer dicker, ja? Ich würde sagen, Junge, der Zoo ist pleite, wenn ich... Was hast du noch nie gesagt? Was laberst du? Was hat Erwachsenenwindeln mit Pornogeschäft zu tun? Was? Da kam Hardy drauf. Ja, richtig. Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, also, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, Hardy, erzähl mir doch mal die Pornos, von denen du dich auskennst mit Windeln. Stimmt, da kommt so Granny-Porn, weißt du, wo die dann ihren Schwanz in die Scheiße stecken. Was? Was? Nur guckt sich Hardy an. Ja, ihr habt ja gerade zugegeben quasi. Ja, er hat den ersten dann nicht mal einer mitgekriegt. Ja, ohne Spaß. Das ist ein Aufbauspiel. Wir spielen doch hier, nur weil das Minecraft ist, gerade die Map. Oh, wow. Da haben wir wieder, okay, das war wieder so ein Stand-Up-Programm. Ja, wirklich, okay, genau. Eigenes Land. Die eingespielt. Hey! Ey, als ich heute Morgen in TS war, kam Hardy rein und da habe ich ihn erstmal begrüßt mit Und aus welchem Film ist das, Bram? Ja, und Star Wars. Da war der Fuck! Warum? War doch da! Ach ne, wollte mal was anderes. Nochmal. Ja, Peter, siehst du, ich wusste doch, dass das Star Wars ist. Da, 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 da. Das ist hier, ist das die Pictures? Jetzt kommt. Die Vorschau-Werbung? Nein! So startet König der Löwen! Ach ja, stimmt. Ja, das ist aber auch so ein Independent-Film, ja? Ich wollte mich gerade über Hardy lustig machen, weil der gesagt hat, das ist aus Star Wars. Oh, guck dir das feige Stück Scheiße an, ey. Ja, hat er clever gemacht. Ich hol mir jetzt noch die Kiste da unten. Nee, da liegt eine Mine, meinst du das? Wieso sagst du dem das denn? Das ist der selber, du Idiot! Ach so. Ich dachte, das wär's gut, Peter. Oh, SSG 08 Abyss Peter, ich beglückwünsche dich zu diesem wunderschönen Skin, ja. Oh, SSG 08 Abyss Peter, herzlich willkommen. Nein. Du weißt, was du bekommen hast? SSG 08 Abyss, Junge. Heieieiei, du bekommst UMP 45 Labyrinth. Oh shit, Peter, UMP 45 Labyrinth. Oh, Peter, es ist eine MP7 Urban Hazard geworden. Oh, MP7 Urban Hazard. Oh, Peter, Nova Koi. Ja, aber die habe ich schon. Da ist zumindest was. Oh, du hast eine Nova Koi gekriegt. Ah, fick dich. Oh, Peter. Peter ist richtig verzweifelt, das merkt man. Oh, oh Gott. Shit. Und tschüss, Peter. Peter, tschüss. Ciao. Lol, der lebt doch. What the fuck? Boah, da wurde gerade der Bass gedroppt, Junge. Ich gehe hier gerade voll ab. Warte, gleich kommt der Beat. Warte. Peter, hast du noch irgendwelche letzten Worte oder möchtest du da noch drauf eingehen oder? Ich habe halt gedacht, Dale wäre ein vernünftiger Mensch, aber Jason Dixon. Ich bin ein vernünftiger Mensch, weil er dann offen gewesen wäre und hätte mich getötet. Ich habe nur verstanden, ich bin ein Wichser. Ja, gut, wenn man natürlich so dumm ist und das nicht versteht, Peter. Was meinst du denn erst okay. Wir freuen uns mit den Russen. Über Tschernobyl, juhu. Wir freuen uns mit dem nächsten Video. Was? Nein! Bester Schlusssatz immer. Wir freuen uns mit den Russen. Der kommt jetzt hoch. Ach ja. Mann, hab ich jetzt eine Latte, ey.
Prost. Every night in my dreams, I see you, I feel you, that is how I know you. Go on, far across the distance.